Das Immunsystem, unser unsichtbarer Schutzengel, leistet erstaunliche und großartige Arbeit. Jeden Tag, jede Stunde, in genau diesem Moment, muss es Bedrohungen von uns abwenden, von denen wir nur etwas mitbekommen, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Oh Mann. Hallo, Krankenbesuch. Und wie geht's denn unserer Patientin heute? Ach, danke der Nachfrage. Naja, ich habe mir wohl sowas wie einen grippalen Infekt oder so eingefangen. Und der Arzt hat gesagt, dass ich noch bis nächste Woche im Bett bleiben muss. Bis nächste Woche? Aber das ist doch super. Man, den ganzen Tag im Bett liegen, daddeln, Comics, Clips gucken. Oh ja, und vom Mutti verwöhnt werden. Ist doch, Mensch, das ist doch cool. Da hätte ich ja fast Lust, auch mal wieder krank zu werden. Ach, ich wünschte, das wäre so schön, wie du dir das ausmalst. Aber ey, ich bin sogar zum Pennen zu platt. Sorry, ich dachte, ich muss niesen. Wo waren wir noch mal stehen geblieben? Also ich wollte gerade sagen, dass ich... Touchdown! Mir nach, Leute! Willkommen auf der Haut. Sie ist das größte menschliche Organ und gilt als die mechanische Barriere der angeborenen oder unspezifischen Immunantwort. Die unspezifische Immunantwort soll erstmal alles abhalten, was uns irgendwie krank machen könnte. Somit stellt die Haut die erste wichtige Verteidigungslinie gegen das Eindringen unterschiedlichster Krankheitserreger dar. Zusätzlich ist unsere Haut ständig mit verschiedenen Sekreten bedeckt. Dazu zählen Schweiß und Fette, die Keime unschädlich machen können. Außerdem hilft auch die liebe Sonne mit ihren UV-Strahlen, den Viren und Bakterien kräftig einzuheizen. Hoffentlich haben unsere ungebetenen Gäste etwas zum Eincremen mit dabei. Oh, boah, mir ist ja so warm. Oh, wenn ich gewusst hätte, dass Klein- und Gemeinsein so anstrengend ist, dann... Ach, dann wärst du erst gar nicht mit. Ach, ich weiß. Ich hab's jetzt oft genug gehört, verdammt nochmal. Mir ist warm, mir ist heiß, ich hab Durst. Dabei hast du Supervirus, noch nicht mal einen eigenen Stoffwechsel. Ach, mir ist auch warm, verdammt nochmal. Und ich hab keinen Bock mehr. Kaum angekommen und schon keinen Bock mehr, ja? So. Möchte sich hier jemand über meine Führungsqualitäten beschweren? Nur zu, ich bin ganz Ohr. Um Gottes Willen, nein, Chef. Natürlich nicht. Im Gegenteil, wir haben nur gerade laut überlegt. Naja, dass doch eigentlich ein hinterhältiger und rücksichtsloser Blitzangriff geplant war. Rein... Zellen kapern, rumschmarotzen und immer ordentlich Chaos ins System bringen. Der Kreislauf, der uns glücklich macht. Und das Rumsitzen in dieser Hitze jetzt macht leider nicht ganz so viel Spaß. Nee. Nun ja. Dann würde ich vorschlagen, wir beeilen uns nun schnell in diese schattige Höhle zu kommen, bevor unsere Membran ebenfalls gegrillt wird. Links oder rechts?
Ihr vertraut doch meinen Führungsqualitäten, oder? Das ist schlecht! Ja, klar! Natürlich! Logisch! Ich denke, ich hatte den richtigen Riecher damit, dass wir hier immer schön der Nase nach müssen. Also folgt mir schön. Und bleibt auf dem Weg. Du! Was? Ich? Ja, zur Abwechslung wirst du mal die Mannschaft anführen. Ich? Aber wieso ich? Ja, ich bin ja schon sein alter Hase und muss mein Talent doch auch irgendwann mal einen würdigen Nachfolger weitergeben. Der pädagogische Anspruch darf bei einem hinterhältigen und fiesen Blitzangriff schließlich auch nicht zu kurz kommen. Also, mein Bester, bist du bereit, die Führung zu übernehmen, um etwas sehr Wichtiges zu lernen? Cool! Ja, ja! Also, dann schnapp sie die Beute und bring sie heil hier durch. Oh ja, so cool! Juhu! Yeah! Alles hört auf mein Kommando! Leute, ich könnte hier jetzt echt mal Hilfe gebrauchen. Oje, oje, oje. Das mit dem Nasenschleim habe ich ja ganz vergessen. So viel zum pädagogischen Effekt. Das wird euch jetzt sicher nicht nochmal passieren. Sorry, Leute, aber ich mache ab hier alleine weiter. Tja, Pech für die Viren, Glück für uns. Denn neben der Haut zählen zur mechanischen Abwehr auch die Schleimhäute, die alle Körperöffnungen auskleiden. Im klebrigen Schleim, den sie absondern, bleiben Fremdkörper stecken und können so nicht weiter eindringen. Durch Husten oder Niesen werden die ungebetenen Gäste dann wieder hinausbefördert. Schleim, Spucke und sogar unsere Tränen sind zudem in der Lage, Viren und Bakterien abzutöten. Denn all diese Sekrete enthalten einen Stoff namens Lysozym, der Viren und Bakterien auflösen kann. Das ist auch der Grund, weswegen unsere Nase läuft oder ganz zugeht, wenn wir erkältet sind. Der Körper versucht, durch vermehrte Schleimproduktion seine Schutzbarriere zu verstärken. Manche Krankheitserreger sind aber dann doch zäher als jeder Schleim und schlüpfen trotzdem durch diesen ersten Verteidigungswall unserer unspezifischen Immunreaktion. Wie wir leider beim verschlagenen Anführer unserer Viren feststellen mussten. Wo treibt der sich jetzt eigentlich rum? Da ich jetzt auf diese nörgelnden, verpeilten Schluffis keine Rücksicht mehr nehmen muss, kann ich mich ganz entspannt den angenehmen Dingen des viralen Schmarotzens widmen. Infiltration, Manipulation, Reproduktion mit möglichst wenig Energieaufwand. Naja, aber das verstehe ich ja von selbst. Keiner da? Super! Oje, eine Bakterie. Wo diese Stoffwechselplagen sind, lässt Ärger meistens nicht lange auf sich warten. Da halte ich lieber mal Sicherheitsabstand. Allein schon wegen dem Eau de Toilette. Wow! Ich bin immer wieder von mir selbst begeistert. Das klappt ja furchtbar schön. Solange hier die Luft rein ist, können wir uns prima vermehren. Aber wenn wir uns weiter so zellteilen, wird sie sicher nicht lange so rein bleiben. Achtung, Achtung! Spricht die Gesundheitspolizei. Wir führen hier eine routinemäßige Fremdkörper-Antigenkontrolle durch. Bitte halten Sie die Eiweiße auf Ihrer Zelloberfläche bereit. Danke.
Oha. Achtung, Achtung! Wir haben hier Bakterieneindringlinge in Sektor 20,392-7. Ich bitte umgehend um weitere Makrophagen als Verstärkung zur Antigenbeseitigung. Danke! Das ist jetzt, glaube ich, nicht gut, oder? Muss das sein, mich aufzuessen? Ich verspreche, ich werde mich jetzt auch benehmen. Wie ich's geahnt habe, wo diese Bakterien ihr Unwesen treiben lassen, Makrophagen und andere Fresszellen meist nicht lange auf sich warten. Ich hau lieber ab, bevor noch mehr von denen kommen. Bakterien vermehren sich, indem sie durch Zellteilung unermüdlich Kopien von sich herstellen. Würden sie nicht gestoppt werden, könnten sie sich rasend schnell im Körper ausbreiten und uns durch ihre Ausscheidungen krank machen. Mit der Haut und den Schleimhäuten haben wir die ersten Hürden für sie kennengelernt. Dringen Krankheitserreger trotzdem in unseren Körper ein, wird innerhalb weniger Minuten die zelluläre Barriere unserer unspezifischen Immunreaktion in Gang gesetzt. Die Fresszellen greifen ein. Zu dieser Gesundheitspolizei zählen Immunzellen wie beispielsweise Granulozyten und auch die Makrophagen, die wir gerade in Aktion gesehen haben. Diese Immunzellen schwirren frei umher und greifen alles an, was sich bei Kontakt als körperfremd herausstellt. Sie umschließen dann den Eindringling, um ihn zu verdauen. Diesen wichtigen Vorgang nennt man Phagozytose. Außerdem schütten die Fresszellen bei Feindkontakt auch sogenannte Zytokine aus. Das sind Signalstoffe, die andere Immunzellen alarmieren und zu einem Infektionsherd herbeirufen. Was Makrophagen sonst noch können, werden wir später sehen. Schauen wir uns jetzt erst einmal an, wie sich Viren vermehren. Der nächste Alarm wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wenn man den richtigen Schlüssel hat, ist man ruckzuck in jeder Zelle drin. Infiltration erledigt. Nun zu Punkt 2. Manipulation. Auf geht's zum Zellkern. Der Kern wird bald viel besseres Erbmaterial ausspucken, nämlich meins. Nun zu Punkt 2. Manipulation der DNS. DNS heißt übrigens Desoxyribonukleinsäure. Ich habe zwar niedrige Beweggründe, aber dafür eine hohe Allgemeinbildung. Viren besitzen keinen Zellkern und können sich nicht wie Bakterien aus eigener Kraft vermehren. Sie sind auf die unfreiwillige Hilfe von Wirtszellen angewiesen, die sie kapern müssen. Zu diesem Zweck haben die winzigen Schmarotzer Rezeptoren auf ihrer Hülle, die wie Schlüssel funktionieren. Passt das Schlüssel-Schloss-Prinzip, können die Viren in die entsprechende Körperzelle eindringen. Dann ist sie so gut wie erledigt. Der Zelle bleibt nur noch eins, den Botenstoff Interferon als Notfallsignal freizusetzen. Interferon warnt umliegende Zellen vor den Angreifern und lockt auch die Zellen unserer Gesundheitspolizei an. Im Zellinneren lösen sich die Viren in der Zwischenzeit auf und geben so einen winzig kleinen, aber gemeinen Strang ihres eigenen Erbmaterials frei, um das Erbgut der Zelle, die sogenannte DNS, zu manipulieren. Wie ein Computer wird sie dadurch umprogrammiert und spuckt nur noch Material aus, mit dem Millionen von Virenkopien in der Zelle hergestellt werden. So lange, bis gar nichts mehr geht und die Zelle sich auflöst, um die Viren wieder freizugeben. Und der Kreislauf beginnt von neuem. Yeah! Yeah!
Ausgezeichnet! Phase 3 auch abgeschlossen. Reproduktion geglückt. So viel in der Verrauen. Da scheint es ein Problem zu geben. Das klappt ja hervorragend mit der Massenproduktion. Das soll was. Was ist denn hier los? Ach, die Makrophagen. Weder die hellsten noch die schnellsten. Tja, leider kommt die etwas zu spät. Huch. Jetzt heißt es, kühlen Kopf bewahren. Wir schütten Zytokine aus und rufen damit unsere Kollegen. Wenn die Verstärkung da ist, herrscht hier bald wieder Zucht und Ordnung. Och, Menno, verdammt! Wo sind denn jetzt diese Zellen? Hey! Achtung! Oh je, alles klar? Hab grad eben schon eine von denen verschluckt aus Versehen. Guck mal, ich krieg voll den Ausschlag davon. Na, wenn ihr Grazien euch so anstellt, dann mache ich mir um das Wohl meiner Viren keine Sorgen. Macht's gut, ihr Trottel. Oh je, was jetzt? Die werden ins Lymphsystem gespült. Dort kümmern sich unsere Spezialisten drum. Und hier gibt's noch genug zu tun. Genau, während ich bleibe, weiter Verstärkung rufe und versuche, die Typen hier in Schach zu halten, folgst du den anderen ins Lymphsystem. Dort präsentierst du einem der Experten deinen Ausschlag. Die werden dann schneller wissen, was zu tun ist. Das Lymphsystem spielt eine zentrale Rolle bei der Immunreaktion. Es durchzieht unseren gesamten Körper und filtert in den sogenannten Lymphknoten die Eindringlinge aus dem Blut. In den Lymphknoten befinden sich daher besonders viele spezielle Immunzellen, die sogenannten Lymphozyten. Einfach gesagt werden sie in T- und B-Lymphozyten eingeteilt. Bei Bedarf vermehren sie sich besonders stark, was auch der Grund ist, weshalb die Lymphknoten oft anschwellen, wenn wir krank sind. Wenn das passiert, wurde schon die zweite Variante unserer Immunantwort aktiviert, die erworbene oder auch adaptive Immunreaktion, die wir uns nun genauer ansehen werden. Denn nicht immer reicht die angeborene, unspezifische Immunantwort als Barriere aus, um spezielle Eindringlinge eigenständig abzuwehren. Da muss dann halt eben ein Spezialteam ran, das sich ausschließlich um den besonderen Angreifer, auch Antigen genannt, kümmert. Wir kommen in Frieden. Achtung, Achtung, verehrte B-Lymphozyten, schnappt diesen Gauner bloß kein Wort. Wir haben draußen im Sektor 20C-93Q897. Oder war das 8? Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich hab von denen einen juckenden Ausschlag bekommen. Und den soll sich jetzt mal eine T-Helferzelle angucken, ja? Was höre ich da? Ausschlag? Hurt, ich lass mich durch. Oh, das sieht ja übel aus. Ja, und es juckt auch wie es. Oh Gottchen, das sind ja Krankheitserreger. Teil dich sofort, mach sie platt. Ja dann. Wie wir gesehen haben, kann ein Makrophage den T- und B-Lymphozyten Informationen über schon gefressene Antigene auf seiner Zelloberfläche präsentieren. Diesen wichtigen Vorgang nennt man daher Antigenpräsentation. Dadurch kann die angeborene Immunreaktion nahtlos in die erworbene übergehen.
Ab hier übernehmen die T-Helfer-Lymphos den Managerposten. Sie koordinieren die Zusammenarbeit und fordern die zum Erreger passenden B-Lymphozyten auf, sich zu teilen und aktiv zu werden. Die B-Zellen sind aber keine Fresszellen wie die Makrophagen. An ihrer Oberfläche befinden sich viele kleine Y-förmige Rezeptoren, die bei allen B-Zellen unterschiedlich sind. Auch hier entscheidet wieder das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Passen die Rezeptoren der B-Zelle zum Gegenstück, also dem Antigen, können sie es fest an sich binden und das Virus so daran hindern, eine Zelle zu kapern. Zusätzlich können die B-Lymphos auch massenweise Antikörper, also Munition gegen das Antigen, bilden und ausschütten. Die Antikörper schwirren frei umher. Sie können die Antigene sogar miteinander verklumpen lassen. Ziemlich praktisch, oder? Denn wie wir gleich sehen werden, haben die B-Zellen auch so schon alle Hände voll zu tun. Ja. Da. Überall diese Mischpoke und ständig werden mehr in unseren Lymphknoten gespült. Da muss etwas im Busch sein. Meinen Sie nicht, ich sollte mal bei unseren Kollegen und Verwandten außerhalb des Lymphsystems anrufen und fragen, was da los ist, ob dort alles nach Plan läuft und so? Bitte denken Sie daran, dass Sie sich immer schön Zellen teilen, ja? Und Antikörper produzieren, ja? Danke. Bis gleich, ja? Ja, guten Tag und Hallöchen, die Helferzelle am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ah, Dufte, wie schön mal wieder was von der Verwandtschaft aus dem Lymphknoten zu hören. Ja. Ja, wir haben hier in diesem Sektor ein kleines Virenproblem. Ich bin untröstlich. Ja, die meisten freischwimmenden Viren sind durch die tüchtige Arbeit unserer B-Zellen schon neutralisiert worden. Ein paar dieser renitenten Schlingel probieren natürlich immer noch, Zellen zu kapern, aber die Antikörper unserer B-Zellen blockieren erfolgreich ihre Rezeptoren. Ja. Bestätige. Wir haben vor kurzem veranlasst, dass die Körpertemperatur erhöht wurde. Das Fieber fängt schon an, dieser Brut die Hölle heiß zu machen. Oh, jetzt muss ich Schluss machen und weiter koordinieren. Gerade eben sind die T-Killer-Zellen eingetroffen, um die Zellen zu vernichten, die von Viren besetzt sind. Echte Helden? Oh. Jetzt werden hier keine klugen Reden geschwungen, sondern ordentlich geballert. Ja, ja, okay. Da. T- und B-Zellen leisten ganze Arbeit, wenn es darum geht, Viren und Bakterien direkt anzugreifen. Unterstützt werden sie von weiteren Immunzellen, wie den T-Killer-Zellen. Sie sind eine Variante der T-Lymphozyten und binden sich an Zellen, die schon von Viren gekapert wurden. Die T-Killer-Zellen durchlöchern diese Brutstätten, wodurch die kranken Zellen mitsamt den Viren absterben. Kein Nachschub mehr für deren Armee. In der Zwischenzeit hat unser Körper absichtlich auch seine Temperatur erhöht. Dass Fieber von Krankheitserregern direkt verursacht wird, ist nämlich ein Missverständnis. Die Erhöhung der Temperatur ist vielmehr eine weitere Abwehrmaßnahme, um den Schädlingen sprichwörtlich die Hölle heiß zu machen. Wenn alles gut läuft, haben die frei umherfliegenden Antikörper und die aktiven B-Lymphozyten bald alle Antigene verklumpen lassen, sie an sich gefesselt und unschädlich gemacht. Wenn die Infektion besiegt ist, sorgen die T-Helferzellen dafür, dass die Zellteilung aufhört, wodurch die Immunreaktion wieder zur Ruhe kommt. Halt, stopp! Ich habe gerade einen Anruf aus dem Problemsektor 3220-7 oder... Ach, ist doch egal. Die Infektion ist besiegt! Feierabend! Hopp, und alle mitmachen! Oh, oh, oh.
Das habe ich in meiner Euphorie doch glatt übersehen. Oh, ihr tapferen B-Lymphos, erschöpft liegt ihr da nieder. Für immer verschmolzen mit dem bezwungenen Feind. Außerstande, ihn loszulassen, so hält euch das grausame Schicksal nun selbst fest im Griff. Oh, schlummert gar noch Leben in den Helden? Oh, ihr wollt was sagen, edler Recke? Ja? Die Schlacht ist vorbei. Die Schlacht ist gewonnen. Also halt doch jetzt endlich auch mal die Klappe. Den Abschluss der Immunreaktion bildet nun das Komplementsystem, quasi die Müllabfuhr. Denn die Ansammlungen, die durch unsere besiegten Feinde und durch die ausgedienten Immunzellen entstehen, müssen natürlich auch entsorgt werden. Fresszellen sowie verschiedene Enzyme wirken an diesem Punkt zusammen, um den Körper abschließend zu reinigen. Den Abfall husten wir dann beispielsweise als Schleim wieder aus oder werden ihn durch unsere Toilettengänge los. Manche der siegreichen T- und B-Zellen verbleiben aber im Körper und verwandeln sich in sogenannte Gedächtniszellen. Diese erinnern sich an das entsprechende Antigen und wissen dann bei einem erneuten Angriff gleich, was zu tun ist. Das ist auch der Grund, warum man die zweite Variante unserer Immunreaktion als adaptive oder erworbene bezeichnet. Die beteiligten Spezialisten müssen das Wissen erst erwerben, wie sie am besten auf einen speziellen Krankheitserreger reagieren. Haben sie das gelernt, hat er beim zweiten Mal keine Chance mehr. Deshalb bekommt man eine Krankheit wie die Masern nur einmal. Das ist übrigens dasselbe Prinzip, das man sich auch sehr effektiv beim Impfen zunutze macht. Das bringt uns auch an den Anfang unserer Geschichte zurück. Zu Paul, der von der kranken Alex angenießt wurde. Was in ihm alles abgelaufen ist, haben wir ja gerade beobachtet. Aber hat er überhaupt was davon mitbekommen? Hey Alex, endlich kuriert? Yo, endlich wieder fit. Und selbst? Hoffe, ich hab dich nicht angesteckt, als du letzte Woche bei mir warst. Och, ich glaube, ich hab mich mal so kurz ein, zwei Tage ein bisschen schlapp gefühlt und dachte, oh, da kommt vielleicht was. Aber nee, alles bestens. Und traurig? War ja dann wohl nix mit tagelangem Daddeln, Fernsehglotzen und so. Tja, man kann eben nicht alles haben. Aber keine Sorge, die nächste Grippe kommt bestimmt. Gesundheit, ja.